Hallo ihr Couchos zur nächsten Folge Evolent 2. Wir sind auf der nächsten Stufe, im nächsten Stockwerk des Gefängnisses. Des Gefängnis? Gefängnis. Des Gefängnis. Und ja. Wir gucken mal, was wir hier haben dieses Mal. Beim letzten Mal hatten wir ja diese Metal Gear Einlage. Und dieses Mal, ja, schauen wir mal. Wie ging dieses Lied doch gleich? Ach ja. Ritter Robert bricht auf den bricht auf den Westen. Ritter Robert gehört zu den Besten. Das Ende weiß ich nicht mehr. Da kommt er. Ah ja, Java Update, okay, interessant. Okay, mit denen hier können wir nicht reden. Da drin ziehen können wir auch nicht. Irgendwie passiert hier nicht viel. Die Magie verwendeten ein uraltes Zahlensystem, bei dem der Buchstabe C für 100 steht. Das ist ja komisch, davon habe ich ja noch nie gehört. Kennt ihr das? C für 100? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Ein ganz normales römisches Zahlensystem. Puh! Noch eine Meile. Wenn ich nur die ganze Parole wüsste, müsste ich hier nicht graben. Ich weiß nur, dass das Wort Brokkoli darin vorkommt. Okay, die geben mir hier so alle, also wir müssen ja scheinbar, um aus dem Ganzen hier rauszukommen, müssen wir ja scheinbar irgendeine Parole sagen. Und, ja, die geben uns ja scheinbar einer nach dem anderen so ein paar Hinweise dazu. Oh, hier geht's nicht weiter. Ah, aber wir können hier. Ah, okay. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, irgendwas mit Brokkoli kommt drin vor. Ich weiß nicht, ob das hier mit Robert auch irgendwie was damit zu tun hat. Das werden wir gleich noch sehen. Ich werde ja wahrscheinlich irgendwie Antwortmöglichkeiten bekommen. So ist das ja meistens. Und dass ich dann irgendwie... ja... irgendwas mit Robert oder irgendwas mit Brokkoli... also irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. Nächste Stufe. Oder nächstes Stockwerk. Hey, Kuro. Hier riecht es viel besser. Und etwas sauberer ist es hier auch. Ich bin sicher, dass wir dem Ausgang nähern. Dass wir uns dem Ausgang nähern. Übrigens, was ist mit der Parole? Vielleicht wissen die anderen Gefangenen mehr. Die anderen Gefangenen wissen auf jeden Fall mehr als wir. Weil wir wissen gar nichts. Also außer das, was wir jetzt schon gehört haben. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Ja, warum sagst du mir dann nicht? Ah, oder den letzten Teil der Parole. Und der eine weiß nur noch Brokkoli. Das heißt, Brokkoli muss im letzten Teil der Parole sein. Vielleicht. Wer durch diese Tür will, muss die Parole kennen. Ja. Welches Gemüse lieben meine Kinder besonders? Brokkoli. Ritter Robert in dem Lied gehört zu den Besten. Wenn ich bis zu CIV zähle, erhalte ich... das ist ja 104. Welches Schicksal wählt ihr? Shit, das wissen wir noch. Ah, jeder kennt das Letzte. Haha, und das Letzte, was im Leben kommt, ist der Tod. Haha. Die Parole stimmt, ihr dürft passieren. Nice. Ha, das war cool mit dem Rätsel. Das hat mir gefallen. Das gefällt mir generell hier.
Ah, je nachdem, in welche Richtung ich gedreht stehe, in die gucke ich dann, wenn ich die Taste drücke. Oh, das war knapp. Oh, hier stehe ich nicht gut. Ich weiß natürlich jetzt gerade nicht, ob ich eben beim allerersten Eingang auf der linken Seite irgendwas habe stehen lassen. Wenn er hier reinkommt, hat er Pech gehabt. Kommt er aber nicht. Warum ist hier ein Schlafzimmer? Okay, wir sind hier jetzt ziemlich schnell durchgelaufen. Ich könnte drauf. Na, wetten würde ich nicht drauf, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da irgendwo eigentlich noch hätten irgendeine Kiste bekommen können. Ich weiß übrigens nicht, warum ich nicht durch den Lichtkegel gehe. Ha! Wir haben unser altes Schwert gefunden. Nice. Toll. Weißt du, wisst ihr, die ganze Zeit können wir weichen wir ganz in Ruhe aus, denken uns, ja, komm, nur in Frieden. Ich meine, wir hätten uns eh nicht wehren können. Und dann kommt die erste Wache und wir töten einfach die erste Wache direkt. Das ist schon nicht so nett von uns. Oh Gott, das ist der falsche Ausgang. Wir sind in irgendeiner Arena. Hier sind wir falsch. Das ist schlecht. Hier ist nicht gut. Puh. Wir sind ausgebrochen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Und hier warten unsere ersten Herausforderer. Wir sind in der Arena. Na los, nur keine falsche Bescheidenheit. Vortreten bitte. Willkommen im großen Kolosseum. Tag für Tag treten hier die mächtigsten Gladiatoren gegen wie wilde Bestien an. Bitte lasst euch nieder, während ich die Kontrahenten vorstelle. Wie gesagt, zu meiner Linken präsentiere ich heute ein paar sehr junge, doch nicht minder starke Gladiatoren. Voller jugendlichem Elan und mit unglaublichem Potenzial. Begrüßt mit mir. Wie heißt ihr doch gleich? Verratet ihm nicht euren wirklichen Namen. Das könnte Ärger geben. Euren Namen bitte. Super Morio? Mega Klink? Solid Snail? Wonderman? Dexterminator. Ach komm, weil wir eben das mit Metal Gear hatten, nehmen wir Solid Snail. Wirklich? Begrüßt mit mir den unglaublichen, wunderbaren, extraordinären Solid Snail. Sagt Solid Snail, seid ihr heute auch in Bestform? Ja. Wunderbar! Solid Snail erwartet also einen spektakulären Sieg. Er wird seinen Gegner zu Wolverine Fraß zermahlen. Oh mein Gott, die ganzen Anspielungen. Aha, soeben sagt man mir, dass Solid Snails erster Gegner gerade eingetroffen ist. Immer das Jubeln. Meine Damen und Herren! Einen donnernden Applaus für den großen, wunderbaren, extraordinären Minimal. Minimal. Minimal ist der größte, der mutigste, der haarigste Bärenzähmer im ganzen Kaiserreich. Er hat seine wilden Bären trainiert, jedes Ziel anzugreifen, auf das er zeigt.
Sagt mir, Minimal, was ist euer Geheimnis? Ich benutze ein bestimmtes Schlüsselwort, damit meine Bären angreifen. Ein Schlüsselwort, sagt ihr? Ein Schlüsselwort, sagt ihr? Wunderbar! Und wie genau lautet dieses Schlüsselwort? Das geht jetzt schief. Naja, ich schaue meine Bären direkt in die Augen und sage dann: Auf sie! Der war jetzt, ja. Und schon greifen sie an. Auf sie! Du bist sehr gut. Sieht aus, als hätte Minimal einen kleinen Unfall gehabt. Fräulein, wir haben Anlass zur Annahme, dass ihr den Kampf beeinflusst habt, bevor er überhaupt begonnen hat. Gemäß Absatz 13b, Paragraph G, seid ihr hiermit disqualifiziert. Solid Snail tritt nun alleine gegen Minimals Bären an. Denn, meine Damen und Herren, der Kampf geht weiter. Fräulein, bitte zieht euch in die Umkleide zurück, bis der Kampf zu Ende ist. Scheint so, als müsstest du diesmal ohne mich auskommen. Solid Snail. Mit Smiley. Tu bloß nichts Unüberlegtes. Diese Bären sehen ganz schön blutrünstig aus. Ohne weitere Umschweife kann der Kampf jetzt beginnen. Wir laufen wie wild rum. Bis jetzt können die hier nicht viel. Also was? Die Bären waren ja nicht stark. Und er endet mit einem überwältigenden Sieg von Solid Snail. Aber wenden wir uns der Gegenwart zu. Hier haben wir den zweiten Kampf des Tages. Aus den Tiefen des Malikor-Waldes, die Meister der fernöstlichen Kampfkunst, klein, aber mehr als nur Oho, die fantastischen, die wendigen, die extraordinären mag er irgendwie. Ninja-Hörnchen! What? What? Hey, wo? Oh, scheint ganz so als... Die Ninja-Turtles, nur halt als Hörnchen. Wunderbar! Ninja-Hörnchen! Ohne weitere Umschweife kann der Kampf beginnen. Ach ja. Oh mein Gott, ihr seid ganz schön schnell. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier stehe ich schlecht. Ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn die alle unterschiedliche Fähigkeiten gehabt hätten. Sie künden ihn immer an, wenn sie ihren Ninja-Stern werfen. Immer wenn sie so hochhüpfen, werfen sie danach ihren Ninja-Stern. Aua. Nicht gegen den gelaufen. Aua, aua, aua. Shit. So. Eine noch. Puh. Die waren schon ein bisschen anspruchsvoller, die Ninja Turtles. Und noch ein haushoher Sieg für Solid Snail. Die Menge tobt. Solid Snail, ganz unter uns, was verleiht euch solche phänomenalen Kräfte? Ich selbst. Wirklich? Wunderbar! Allerdings wird das wohl kaum reichen, um euren nächsten Gegner zu beeindrucken.
Aber bevor ich Ihnen vorstelle, habe ich eine wichtige Ankündigung. Der Kaiser höchstpersönlich hat darauf bestanden, diesem nächsten Kampf beizuwohnen. Meine Damen und Herren, begrüßt mit einer Runde Applaus seine Hoheit Kaiser Lothar hier. So, so. Oberst, das also ist der junge Mann, von dem ihr spracht. Achso, nee, stimmt, den kennen wir schon, Daikin. Ja, Eure Exzellenz, das ist er. Solid Snail, wenn ich recht verstanden habe. Er war es, der dem Mädchen zur Flucht verhalf. Verstehe. Doch ich machte klar, dass sie unversehrt bleiben muss. Professor Giro braucht sie. Oh Gott, Professor Giro. Das ist der aus Dragon Ball. Das fällt mir jetzt erst auf. Also der die ganzen Cyborgs entwickelt hat. Wir haben versucht, sie in Gewahrsam zu nehmen. Ohne sie zu verletzen. Eure Majestät. Doch ihre Kräfte, wie geschwächt sie auch sein mögen, reichen noch immer aus, um meine Männer zurückzuschlagen. Findet sie. Ich zähle auf euch, Oberst. Gewiss, Eure Hoheit. Und bei euch, großer Magus, wie läuft es in der Schlacht? Wir haben die Mayenbrücke eingenommen, Eure Hoheit. Der Dämonenkönig verschanzt sich irgendwo im Norden, um seine Truppen zusammenzuziehen. Wir haben einen Plan, um sein Lager zu finden. Und dann zum Angriff auf Dämonia auszuholen. Wenn ihr jedoch den Einsatz aller uns zur Verfügung stehenden Mittel bewilligt, wäre die Sache schnell besiegelt. Ich vermute, ihr sprecht von der neuen Waffe, die Professor Giro entwickelt hat. Jawohl, Euer Majestät. Wenn ihr ihre Verwendung zustimmt, würden wir gewiss im Handumdrehen gewinnen und den Sieg über die Dämonen davontragen. Ich werde darüber nachdenken, Großmagus. Dieser Krieg ist eine Schande. Bereiten wir ihm schnell und schmerzlos ein Ende. Wenn man den Berichten des Oberst Glauben schenken will, dürfen konventionelle Mittel durchaus ausreichen. Der Wille, Euer Majestät, ist uns Befehl. Ich werde dafür sorgen, dass Professor Giro davon unterrichtet wird. Dass seine Waffe vorerst in seinem Labor bleiben wird. Aber wenn sich die Lage verschlimmert, werde ich es mir noch einmal überlegen. Gewiss, Euer Hoheit. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Ich glaube, der ist damit nicht ganz einverstanden, dass er das macht. Er verbirgt etwas von mir. Dessen bin ich mir sicher. Nun denn, sehen wir uns den Kampf an. Gerüchten zufolge sollen die Zauberer des Großmagus einen mächtigen Dämonen eingefangen haben. Oh Gott, jetzt muss ich gegen Dämonen kämpfen. Doch erst als dieser mehrere von ihnen getötet hatte, und das ist keine Kleinigkeit, ohne weitere Umschweife stelle ich Ihnen vor, unsere nächsten Kämpfer. Aus den Steppen des Nordens, stärker als jeder Mensch, grausam wie eine wilde Bestie. Meine Damen und Herren, ich präsentiere... Ja, wir belassen hier auch wieder den Namen. Menos, der drakonische Dämon. Menos. Habt ihr etwas zu sagen, bevor ihr diesen zweifelsohne in einem Blutbad mündenden Kampf antretet? Ich darf nicht sterben. Wunderbar! Und mit diesen ergreifenden Rede kann der Kampf beginnen! Wow! Alter, der geht ganz schön ab.
shit, den Ring habe ich vergessen. Okay, aber sein Moveset ist jetzt nicht so beatemberaubend bis jetzt. Ne, ist gar nicht atemberaubend. Aua, ja, es sei denn natürlich, ich renne in seine Attacken rein. Das war's. Ihr seid stark. Ihr habt euch meinen Respekt verdient, aber ich kann hier nicht sterben. Daher bitte ich euch, flieht mit mir. Ich weiß von einer Passage, die aus dem Kolosseum führt. Doch alleine kann ich nicht fliehen. Nun, was sagt ihr? Klingt nach einem Superplan. Ja. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Kommt. Einfach so? Wir stolzieren da jetzt einfach raus? Okay. Tschüss. Ihr wart ein super Puff. Wo gehen wir hin? Hey! Hey, wartet auf mich! Ich würde mir auch leicht verarscht vorkommen. Wir gehen einfach. Kein Problem. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt einen Speicherpunkt haben irgendwie. Da wären wir. Wir sollten es zum Keller schaffen. Geht mir aus dem Weg, Solid Snail. Ich heiße nicht Solid Snail. Nice. Bis bald. Hier ist eine Truhe. Schwerkraft. Ziemlich gefährlich. Die Mächtigen werden fallen. Ach. Alles in Ordnung. Auch nichts gebrochen, wie ich hoffe. Wir befinden uns jetzt unter Genua, der Hauptstadt des Kaiserreichs. Von hier sollte uns die Flucht gelingen. Ach Mensch, fall doch nicht auf mich drauf. Oh. Entschuldigung. Ich hab mich doch entschuldigt, ja? Na schön. Wenn ihr es so wollt, dann schlagt euch eben alleine durch. Jetzt ist sie eingeschnappt. Komm mit. Ach, ihr braucht mich. Wohl doch, was? Ja, das dachte ich mir. Tja, mal sehen. Diese Mauer ist ziemlich hoch. Wie wär's, wenn wir es damit versuchen? Das ist cool. Versucht es nur, es ist ganz einfach. Tatsächlich, es war gar nicht so schwer. Jetzt seid ihr dran, Kuro. Geil. Könnt ihr mir das vorhin verzeihen? Es war nur... Ich hatte Angst, dass ihr mich alleine lassen würdet. Wisst ihr, Kuro? Ich glaube, wir haben uns in eine Zeit verirrt, in die wir nicht gehören. Ich bekomme langsam wirklich Angst. Glaubt ihr, wir werden jemals wieder nach Hause zurückkehren? Auf jeden Fall, das schaffen wir. Wenn ich euren Optimismus nur teilen könnte... Vorerst haben wir keine andere Wahl. Wir müssen weitermachen. Euch gilt mein Dank. Mit eurer Hilfe werde ich meinen Sohn wiedersehen. Diese Felsbrocken, die uns den Weg abschneiden, scheinen schier unüberwindlich. Doch mit vereinten Kräften sollten wir es schaffen, sie zu zertrümmern. Konzentriert euch jetzt, um mich zu rufen. Menos hat sich euch angeschlossen. LB und RB, um den Verbündeten zu wechseln. Ah, da oben links seht ihr jetzt. Da, wo die das Aufladeding ist, sehen wir jetzt die. Nice. So, damit haben wir unseren Speicherpunkt. Und wir sind auch durch für heute. War jetzt eine längere Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen.
Der Arena-Kampf war echt witzig. Vor allem, dass ich das dann, was wir ja vor zwei Folgen schon hatten, mit Giro rausbekommen habe. Dass das eigentlich ja aus Dragon Ball sein sollte. Dann mit den Ninja-Hörnchen, also den Ninja-Turtles. Allgemein wieder ein paar lustige Sachen drin. Und somit verabschiedet sich Solid Snail von der heutigen Folge und wir sehen uns morgen wieder. Und ciao.